Ja, hallo, ich begrüße alle Zuhörer. Im nächsten Talk geht es um Firefist. Ein starker Name für ein innovatives Projekt. Da sind wir mal alle sehr gespannt. Björn und Benedikt studieren hier an der OTH und haben jetzt über 2 Semester an dem Projekt gearbeitet, in 2 Iterationsstufen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau. Und ich war selbst den ganzen Winter über Fahrrad und ich kenne das, wenn es an so richtig kalten Tagen dann unangenehm wird, dann macht auch das Fahrradfahren nicht mehr so Spaß. Und ich denke, da ist Firefist bestimmt eine gute Idee, dass man dann auch mehr Spaß hat an den Tagen, wo es wirklich mal richtig klirrend kalt ist und sind wir alle sehr interessiert. Also Björn und Benedikt, eure Bühne. Dankeschön. Okay. Ich dachte, sagen wir legen einfach mal los mit einem kleinen Märchen, wie wir uns das quasi vorgestellt hätten, wie das Ganze ablaufen hätte sollen. Und da legt es einfach mal der Björn los. Also wir nennen es einfach Märchenstunde. In den Hallen der Universität, des Lernens und der Laune, wo die Weisheit der Bücher auf die Abenteuerlust der Jugend trifft, lebt 2 unzertrennliche Freunde namens Max und Moritz. Sie hatten endlich die Prüfung ihres mühsamen Studiums überstanden, standen nun vor der Wahl ihrer eigenen Fächer. Lass uns die einfachsten Fächer wählen und uns in den Sonnenuntergang der Gelassenheit zurückziehen, schlug Max vor, während er sich auf seinem Bücherstapel ausruhte. Max nickte zustimmend, ein brillanter Plan, mein Freund. Keine komplexen Gleichungen mehr, kein endloses Papiere und nur noch fröhliche Gesänge und Blumenkränze. Doch ihre Pläne wurden von einem Funken Einfallsreichtum unterbrochen, als sie beschlossen, ein großes Abenteuer zu beginnen, den Bau einer wundersamen Griffheizung für Fahrräder. Mit ihrem Wissen über Elektronik und ihrem jugendlichen Eifer dachten sie, dass es ein Kinderspiel wäre. Denk an die warmen Hände auf eisigem Pfad, rief Moritz voller Enthusiasmus aus. Wir werden als Helden in die Ahnenhalle eingehen. Und so stürzen sie sich in ihr Projekt voller Hoffnung und Träume. Doch was als einfache Reise begann, verwandelte sich schnell in einen Kampf gegen die Geheimnisse der Technik und die Tücken der Naturgesetze. Lange Nächte wurden zu ihrem ständigen Begleiter, gepickt mit Magie, Flüchen und zerbrochenen Träumen. Warum ist es so schwer, ein paar Drähte zu verbinden, seufzte Max, während er versuchte, den 17. gescheiterten Prototypen zu reparieren. Vielleicht sollten wir doch den Rat der Alten befolgen, murmelte Moritz, während er versuchte, den aufgebrachten Nachbarn zu beschwichtigen, der sich über das Lärmgeklapper ihres experimentellen Griffheizung-Komplottes beschwerte. Trotz ihrer Verzweiflung und zahlreicher Rückschläge gab Max und Moritz nicht auf. Sie tauschten ihre Picknickträume gegen Pizzapausen und ihre Abenteuersehnsucht gegen endlose Stunden im Labor ein. Und nach vielen langen Wochen und einem unendlichen Strom von Tassen voller Zaubertrank und gebrochenen Versprechen hatten sie es endlich geschafft. Die perfekte Griffheizung war geboren. Es war vielleicht kein gerader Weg, lächelte Moritz erschöpft, während er seine nun warmen Hände über den frisch montierten Lenker gleiten ließ. Aber wir haben es geschafft. Und so tritt Max und Moritz, die Helden der Griffheizung, mit ihren Erfindungen davon, bereit für neue Abenteuer, egal wie märchenhaft oder herausfordernd sie sein möchten. Genau, und auf diese Reise wollen wir euch jetzt gerne mitnehmen. Genau, wie ihr alle wisst, schaut die Realität ein bisschen anders aus wie so ein Märchen. In unserem Fall ist es quasi ein Drama in 3 Akten. Der erste Akt fängt einfach damit an, ihr stellt euch jetzt am besten mal vor, ihr schlüpft es in die Rolle von 2 eifrigen Studenten. Man hat schon einige Semester hinter sich, man hat das Gefühl, quasi das Schlimmste schon überstanden zu haben. Die größten Fächer, wo die meisten Schwierigkeiten verursacht haben, haben alle schon hinter uns. Und ab jetzt ist quasi das Ziel, das Studium mit minimalem Aufwand fertig zu bringen. Was uns da gerade aktuell in die Hände spielt, ist quasi, dass man ab einem bestimmten Semester sich seine Fächer selbst wählen kann. Und als guter Student wählt man natürlich die Fächer mit minimalem Aufwand. Und eines dieser Fächer besteht eben daraus, dass man keine Vorlesungen hat, keine
kein Skript und am Ende auch keine Klausur schreibt, sondern das Einzige, was man machen muss, Hardware aufbauen und dann drüber Präsentation machen. Das sollte an sich eigentlich kein Problem sein. Quasi ein Heimspiel, einfachstes Fach überhaupt. Wir haben aber alle schon ein bisschen erfahrener und wissen, wie solche Projekte normalerweise ablaufen. Man nimmt sich viel zu viel Arbeit vor und hat am Ende viel zu wenig Zeit. Aber da wir das wissen, dass das so ist, suchen wir uns einfach das einfachste Projekt aus, was man überhaupt machen kann und können somit das Fach mit minimalem Aufwand abschließen. Was ist so das einfachste elektronische Bauteil, was man sich vorstellen kann? Genau, ein Widerstand. Fertig, wir haben mit unserem Projekt fertig. Aber leider funktioniert das nicht ganz so einfach, weil der Professor sagt, ja, ein Widerstand ist leider kein Projekt. Irgendwas müssen wir mit dem Widerstand machen. Was kann man mit dem Widerstand machen? Genau, wir legen einfach mal eine Spannung an. Ja, schaut jetzt noch nicht so spannend aus. Was passiert jetzt da, wenn wir da eine Spannung anlegen? Es fließt ein Strom. Ja, es wird irgendwie nicht interessanter. Irgendwann, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, was man damit anfangen kann, was ist quasi das Resultat, wenn da Strom anliegt. Es wird da Leistung in den Widerstand umgesetzt und er erwärmt sich. Das ist doch schon mal was. Damit kann man doch schon mal was anfangen. Aber was kann man damit anfangen? Kurzer Blick aus dem Fenster sagt, ja, es ist relativ kalt draußen. Ja, optimal, da kann man ja Wärme gebrauchen. Wir heizen einfach ein Haus damit. Ah, leider gibt es die Idee schon und das ist relativ weit verbreitet. Also Hausheizen ist leider raus jetzt aktuell. Überlegen wir uns noch ein bisschen was. Wenn man Trassen umeinander läuft, der wird einem ja kalt. Was wird als erstes kalt? Die Hände und die Füße. Die können wir doch einfach heizen. Kurze Recherche sagt, ja, es gibt es leider schon. Es gibt beheizte Sohlen, es gibt beheizte Handschuhe. Ist ein bisschen blöd. Was kann man jetzt noch mit der Wärme anfangen? Weil wir wollen bei unserem Widerstand bleiben, weil es soll ja ein einfaches Projekt werden. Kurz nachdenken, ja, als Student, wie kommt man in die Uni? Natürlich mit dem Fahrrad. Jetzt kommt die Idee, ja, meistens haben die Hände kalt, dicke Handschuhe, haben natürlich blöd beim Fahrradfahren. Beheizt man doch einfach den Griff. Das ist die einfachste Möglichkeit, dass man hier einen Widerstand irgendwie so verwendet, dass man ein gutes Projekt damit erzeugen kann. Gesagt, getan. Wir haben kurz nachrecherchiert, gibt es schon sowas zum Verkaufen? Weil wenn es das Projekt schon zum Kaufen gibt, ist es natürlich kein gutes Projekt. Aber wir haben Glück gehabt. Das Projekt gibt es noch nicht zu kaufen. Fahrradgriffe, die wo beheizt haben und für Fahrräder wirklich geeignet haben, mit Akku und allem drum und dran, gibt es noch nicht wirklich am Markt. Wir haben unser Projekt gefunden. Jetzt können wir durchstarten. Gesagt, getan, einfach nur Draht um den Griff drum wickeln. So schaut das Ganze dann aus. Einen Gummigriff drüber und schon ist die Griffheizung fertig. Eigentlich fertig mit dem Projekt. Mehr wäre da eigentlich nicht zu tun. Aber leider sagt der Prof, nein, das ist das Projekt noch nicht. Da müssen noch ein paar mehr Funktionen rein. Dann überlegen wir, ja, wir würden gern einzelne Heizstufen einstellen, weil es gibt Leute, denen ist ein Griff zu heiß dann würden wir das natürlich reduzieren. Deswegen unterschiedliche Heizstufen. Und was wäre noch ganz toll, ja, wenn wir die Temperatur natürlich messen, weil wir am Heizgriff haben, und die Temperatur einregeln, damit der Griff sich eben immer gleich warm anfühlt. Da kann man sehen, wie das Ganze umgesetzt ist, eben mit dem NTC. So, was wäre das Nächste, was noch in so einen Griff rein muss? Ja, wir hätten gerne eine Bedieneinheit, wo man quasi relativ einfach auf einen Knopf drückt, dann eben am besten auch nur den Akkustand zieht, die Heizstufen ändert und alles Mögliche. Da das Ganze natürlich am Fahrrad betrieben werden sollte, sollte das auch mit dem Akku betrieben werden. Das Ganze wird im Winter betrieben, deswegen würden wir ganz gerne die Temperatur vom Akku überwachen, damit es da keine Probleme gibt. So ein Batteriemanagementsystem wäre natürlich auch ganz nett, damit der Akku nicht kaputt wird im Winter und dann eben handelsübliche Zöllen dafür hernehmen.
Als nächstes hätten wir noch gern ein paar Menüpunkte, wie das Ganze so abläuft. Wenn man Fahrrad fährt, sollte es die Anzeige sich eben ausschalten. Wir hätten gern, dass der Akkustand angezeigt wird in der LED-Farbe und die Heizstufe eben in einer anderen LED-Farbe. Das Ganze muss natürlich auch noch irgendwie angesteuert werden. Da hat ein anderer Kommilitone bei mir gut geholfen, der wo auch bei dem Projekt dabei war. Und da kann man schon sehen, ja, ist doch ein bisschen mehr geworden, als man sich am Anfang gedacht hat. Da jetzt, in was haben wir uns da reingestürzt? Wenn man jetzt kurz betrachtet, was da alles nötig wird, ist es doch nicht mehr das einfache Projekt, wo man sich am Anfang ausgesucht hat. Wieder zurück zu der Folie, minimaler Aufwand ab jetzt, irgendwie haben wir das nicht ganz geschafft. Aber wir haben Glück, wir haben noch relativ viel Zeit, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Aber dafür haben wir motiviert. Jetzt packen wir das Ganze an und starten durch. Ja, aber irgendwie passieren da unvorhersehbare Dinge, wie zum Beispiel Mikrocontroller, die wo einfach in Rauch aufgehen. Hätte keiner erwarten können. Dann haben irgendwie Bauteile nicht mehr verfügbar, die wo man erwartet hat. Dann kommt auch noch sowas wie Studentenleben dazwischen. Und am Ende ist dann auch noch die Klausurphase. Und bis man schaut, haben wir echt nicht mehr viel Zeit. Man sitzt dann quasi einen Tag vor der Abgabe, vor seinem Hardwareprojekt und nichts funktioniert. Man bekommt ein bisschen Panik, weil ja, am nächsten Tag ist Abgabe und man sollte dann doch irgendwie Hardware vorstellen. Dann stellt man sich so Fragen wie, warum habe ich das Ganze gemacht? Was ist los mit meinem Leben? Was soll das Ganze? Bis man dann zum Glück herausfindet, ja, es war bloß ein Pin in der Software umgedreht. Kann passieren. Genau, und dann das beste Gefühl, wenn dann die Hardware wirklich läuft und man das Ganze umgesetzt hat, das macht das Ganze dann natürlich wieder wert. Und man kann sagen, ja, ich habe das umgesetzt, das ist das erste Mal geschafft. Richtig tolles Gefühl. Alles ist möglich. Und ab jetzt können wir durchstarten. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Akt. Quasi das erste Projekt ist abgeschlossen, jetzt geht es natürlich wieder weiter. Ja, wir haben natürlich beim ersten Projekt sehr viel dazugelernt und dachten uns, beim zweiten machen wir natürlich alles besser, überhaupt kein Problem. Wir schreiben nebenbei nur eine Bachelorarbeit, haben vielleicht noch ein bisschen Zeit übrig. Da kann man natürlich noch was machen draus. Ja, wir bauen einfach eine zweite Version. Die sieht man hier links auch schon. Wir gucken mal, wie gut die Idee am Ende wirklich war. Ja, wir hatten ja schon den ersten Prototypen. Wir wussten, was gab es für Probleme, was können wir besser machen. Hört sich eigentlich relativ simpel an. Wir müssten eigentlich nur noch ein paar Bugs fixen. Also ganz entspannt wieder, wie im ersten Projekt. Das wird eine ganz einfache Sache. Ja, so wurde es am Ende dann nicht. Wir haben uns ein Konzept überlegt und es ist doch ein bisschen aufwendiger geworden, als man das eigentlich erwartet hatte. Aber es wäre auch zu einfach gewesen, wir hatten noch ein paar Probleme mehr. So Akkus, wenn die in den Lenker müssen, sollten vielleicht in diesen Lenker reinpassen. Diesen Akku muss man erstmal finden. Die gängigsten passen leider nicht in die handelsüblichen Lenker rein. Da sind wir auch schon beim nächsten Problem. So ein Lenker ist nicht gerade. Das heißt, so vier Akkus da reinzubekommen, ist auch nicht so einfach möglich. Nächstes Problem also. Aber das funktioniert auch ganz einfach. Wir hatten dann ja nur noch ein paar weitere Probleme. Das Lilane soll eine Flex-PCB darstellen. Das ist ein bisschen teuer, wenn man die so kauft. Als armer Student ist das im Budget leider nicht so drin. Da mussten wir uns am Ende, da komme ich auch noch drauf, etwas überlegen. Es gab auch so einen tollen Edge-Connector. Wir müssen ja von der Innenseite des Lenkers, wo die Akkus und die Logik sitzt, nach draußen, um das bedienen zu können. Diesen Stecker erstmal zu finden, war schon eine Herausforderung. Und den wir uns ausgesucht hatten, gab es dann auch noch nur noch zum Samplen. Der war gar nicht mehr verfügbar. Und, das hatten wir auch schon davor, wir brauchten ein BMS-Board. Unsere glorreiche Idee war, wir nutzen einfach ein fertiges Board, löten die Bauteile darunter. Es hat sich herausgestellt, die gibt es in Litauen und China. Da haben wir die auch bestellt und haben leider nur einen Bruchteil der Boards bekommen, was natürlich auch nicht so optimal war. Aber es wird ja alles ganz entspannt. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir haben also dann einen Schaltplan entwickelt und ein Layout.
Das lief eigentlich noch ganz gut. Den Schaltplan haben wir zusammen immer gegenseitig gereviewt. Damit waren wir eigentlich ganz zufrieden. Konzept lässt sich gut umsetzen. Die Platine leider nicht so. Da war jemand, der neben mir steht, nicht ganz so zufrieden mit bei der ersten Version. Wir haben sie also komplett gelöscht und nochmal neu gemacht. Hat natürlich auch sehr viel Zeit gekostet. Dann war es endlich soweit. Wir konnten diese Platine bestellen. Und uns kam natürlich noch eine glorreiche Idee. Was könnte man denn noch machen? Jetzt hat man eine Platine. Irgendwie fehlt da noch drumherum was. Natürlich, wir gießen unseren Griff selber. Bei der ersten Version hat man einfach einen gekauften Griff drüber geschoben und den Lenker erhitzt. Diesmal dachten wir uns, okay, wir machen uns da selber Gedanken. Wir machen einen eigenen Griff. Das wird sicherlich ganz einfach werden. Wir haben also eine Form gemacht. In der Mitte sieht man ein 3D-Druckteil. Das ist eigentlich der eigentliche Griff. Und außen wird dann einfach Silikon drumherum gegossen. Da haben wir uns ein paar Modelle überlegt. Man sieht hier hinten sind viermal, die wir einmal, zweimal mit Bedienpanel, zweimal ohne. Und vorne ist die Gussform für das Silikon. Und das Tolle war auch noch, die OTH hat ein Startup Lab aufgemacht. Und die Idee dahinter ist, dass man ganz einfach und unkompliziert einfach mal Prototypen aufbauen kann. Das haben wir natürlich auch direkt mal genutzt und unsere eigenen Bauteile gedruckt. Leider hat die erste Version nicht so gut funktioniert. Wir haben also einen ganzen Behälter voller Harz nur zum Prototypen einfach mal verdruckt. Fand die OTH dann nicht so toll. Wir mussten auch relativ lange warten, bis wieder Harz nachkam, weil der bürokratische Weg in der OTH leider etwas länger ist. Aber wir hatten zumindest unseren ersten Prototypen. Der muss natürlich gehärtet werden, wie man links sieht. Wir hatten auch links auch erstmal den ersten Prototypen gegossen, wie verhält sich unser Harz, und hatten natürlich dann rechts unseren ersten Griff mit der Platine. Sieht der eigentlich ganz gut aus. Wir hatten aber dann auch noch ein paar Probleme, und zwar brauchen wir ja so Akkus. Die müssen natürlich auch an unsere Platine dran gebracht werden. Wir hatten natürlich erstens das Problem, dass der Lenker ziemlich eng war, aber wir hatten noch ein weiteres Problem. Wie bringe ich diese Bänder an den Akku dran? Das Startup Lab hatte da auch ein sehr tolles Gerät, ein Punktschweißgerät. Da wurde uns gesagt, hier ist ein Handbuch, hat noch keiner genutzt, macht einfach mal. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir haben dabei zwei Akkus geröstet, die wir dann nicht mehr nutzen wollten. Das war uns doch ein bisschen zu heikel und haben uns am Ende dazu entschieden, sie doch einfach zu löten. War die einfachere Lösung, weil das Punktschweißen leider auch nicht gehalten hat. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt mit dieser Flex-PCB. Wir mussten das ja biegen. Die Idee war jetzt einfach, wir lassen einfach den Material von der Platine, das fallen wir runter, dann können wir die einfach knicken. Und was anderes macht ja eigentlich eine Flex-PCB auch nicht. Das funktioniert sicherlich wunderbar. Hat auch prinzipiell funktioniert, wir konnten das biegen, sah im ersten Moment auch eigentlich ganz gut aus. Dann hatten wir natürlich noch ein Thema. Man sollte darauf achten, wo man 0 Ohm Widerstände platziert. Wir haben dabei zwei Arduinos geröstet. Den dritten haben wir dann endlich mal in Betrieb bekommen. Wäre auch wichtig, darauf zu achten. Dann hatten wir noch so ein blödes Problem. Dieser Edge-Connector, der hat ja nur in bestimmten Rastermaßen Pins. Und wie euch auffallen wird, ist links und rechts unterschiedlich. Das macht natürlich einen Unterschied auch, weil der Stecker hat ja nur an bestimmten Stellen die Pins auch. Heißt, wir haben die Hauptplatine nochmal machen dürfen, weil wir das natürlich gespiegelt hatten. Blöd. Aber wir hatten den ersten Prototypen, wir haben den Edge-Connector einfach draufgefädelt. Damit konnte einer, der bei uns auch mitgeholfen hat, die Software schreiben. Der dachte sich, auch ganz entspannt, ich muss ein bisschen Code schreiben, und hat sich direkt natürlich auch sehr viel überlegt, was er machen konnte. Das wurde ihm leider etwas zum Verhängnis. Die erste Variante hatte einfach einen Zweipunktregler drauf, was sehr einfach zum Umsetzen ist. Er dachte sich, ja, das ist mir zu wenig, ich mache dann voll den PDI-Regler rein, da lege ich aus, was ich für Koeffizienten brauche, hat am Ende nicht so gut funktioniert. Er hat da ziemlich viele Stunden gebraucht, damit überhaupt irgendwas funktioniert hat. Naja, Ende des Liedes, wir hatten einen Prototypen, wir hatten zwei Griffhälften, wir hatten Akkus dran und ein Kabel dazwischen, damit die natürlich auch reden können. Wir hatten die natürlich dann auch vergossen, sah eigentlich erstmal alles ganz gut aus. Man kann die auch laden,
Die Akkus müssen ja auch irgendwie mit Energie versorgt werden. Sieht auch noch gut aus. Das reichte natürlich dann auch für unsere Präsentation. Wir mussten bei dem Projekt auch eine Präsentation abgeben. Die ganze Sache wurde, wie auch in der ersten Version, natürlich auch nur so 2-3 Tage davor fertig. Der Prototyp lief dann 2 Tage in der Nacht davor. War also auch wieder ganz entspannt, gar kein Stress. Aber wir hatten dann noch so ein weiteres Thema. Wir haben uns auch mal angeguckt, was müssten wir eigentlich für Stückzahlen davon produzieren, wenn wir das machen wollten. Wir hatten netterweise in dem Kurs 2 BWLer dabei, das wurde damals kombiniert und die mussten einen Businessplan erstellen. Und die haben sich mal angeguckt, okay, wie viele Prototypen müssten wir bauen. Man sieht jetzt, also wir haben das damals 2023 gebaut und wir hätten im ersten Jahr 1200 Griffheizungen bauen müssen, damit sich das überhaupt irgendwie rentieren würde, die wir alle per Hand selber zusammenbauen. Das ist nicht realisierbar. Vor allem, wir waren eine Fünfergruppe, da sehr unrealistisch, dass das überhaupt möglich ist. Aber das war ja auch nicht unser Problem. Präsentation war bestanden, das Fach lief eigentlich ganz gut, passt. Egal, ob wir das jetzt dann am Ende vermarkten oder nicht. Dachten uns natürlich, okay, wir testen das jetzt mal. Den Part hat der Bini für uns übernommen. Der ist damit dann natürlich mal gleich in den Wald gefahren und dachte sich, ich mache mal einen Härtetest. Da komme ich jetzt zu diesem Problem mit diesen Biegen. Wie man hier sieht, ist an der Knickstelle Material abgetragen, damit das überhaupt biegbar ist. Also jeder, der schon mal eine Platine in der Hand hat, eine normale, keine Flex-PCB, wird feststellen, die zu biegen wird sehr schwierig. Also muss da Material weg, damit das funktioniert. Wir hatten das damals an diesen Prototypen getestet und dachten uns, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut. Auch nochmal zu dem Bild zurück. Man sieht auch, es funktioniert prinzipiell. Problem ist nur, es ist uns da gebrochen. Wir hatten dann auch noch ein zweites Thema. Das mit dem Gießen hat auch nicht so wunderbar funktioniert. Wir hatten dann damals Hilfe aus der Binary Kitchen. Da hatten die so einen tollen Vakuumtopf, weil natürlich beim Gießen immer auch Luft drin ist. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, sieht auch blöd aus. Also haben wir uns überlegt, okay, in den Vakuumtopf damit rein, dann sauge ich die Luft raus, dann ist das kein Problem, dann kommen keine Bläschen. Es gibt da 2 Sachen zu beachten. Das eine ist, es muss so viel Material drin sein, dass wenn ich die Luft raussauge, natürlich auch Material nachfließt. Und das andere ist, man sieht hier in der Mitte so ein Stück von einem Griff. Der ist wichtig, dass in die Mitte kein Silikon reinläuft. Den sollte man möglichst natürlich dann auch drin haben. Der Topf war nicht so groß, dass die reinpasste und wir dachten uns, kein Problem, wir machen das einfach mal ohne. Da ist das ganze Silikon in die Mitte reingelaufen. Auch eher ungünstig. Also, was kann man jetzt am Ende sagen? Wir haben uns viel Zeit wieder reingesteckt und was hatten wir am Ende? Nichts. Der erste Prototyp war gefädelt und lief so halb, der zweite war gebrochen, den dritten, den wir aufgebaut haben, konnte man nicht montieren, weil Silikon drin war. Ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Aber wir haben ja noch einen dritten Akt. Genau. Der dritte Akt ist quasi dieser Vortrag. Also wir haben erst vor 2 Monaten, 3 Monaten uns dafür entschlossen, dass wir hier einen Vortrag halten würden gerne. Aber irgendwie haben wir noch keinen funktionierenden Prototypen, den wir irgendwie vorzeigen könnten. Aber war ja noch Zeit. 3 Monate, da kann man das easy fertig machen. Wir können natürlich noch einige Verbesserungen einbringen, weil nach 2 Versionen hat man natürlich immer noch Ideen, was man ändern könnte, was man noch besser machen könnte. Zum Beispiel so Dinge wie Bluetooth. Man könnte sich quasi mit dem Handy verbinden mit der Griffheizung. Man könnte sich schon mal vorheizen lassen, bevor man zur Uni fährt oder wenn man dann von der Uni nach Hause fährt, das Fahrrad steht draußen, schon mal die Griffe vorheizen. Und am besten noch eine App, wo man Daten auswerten kann und alles Mögliche. Am besten auch noch WLAN, um Daten einfach hochzuladen, wenn man nicht mit dem Handy verbunden ist. Lauter tolle Ideen. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben heute keine Griffheizung dabei. Aber wir haben eine Präsentation dabei.
Wie bei den Projekten schon davor ist die Präsentation relativ kurzfristig entstanden. Wir haben gestern damit fertig geworden. Was ich damit sagen will, ist, wie auch schon bei den vorherigen Projekten, manchmal sollte man sich einfach keine Gedanken machen, wie viel Arbeit jetzt wirklich auf einen zukommt, weil sonst wird man es nicht machen. Manchmal muss man einfach naiv ein Projekt starten und dann einfach sehen, was alles an Arbeit auf einen zukommt. Und am Ende schafft man es natürlich, weil ihr könnt sehen, wir haben heute eine Präsentation gehalten ohne funktionierenden Prototyp und es hat trotzdem funktioniert. Das ist jetzt das Ende von unserer Präsentation. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Erinnert mich so ein bisschen an das eigene Studium. Es läuft ja nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ne? Vielen, vielen Dank. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Ja. Ja, danke euch. Wenn ihr einen funktionierenden Prototyp habt, wie lang soll denn der Akku halten und wie warm wird er dann? Der Akku soll halten so 1-2 Stunden auf voller Heizstufe. Aber normalerweise betreibt man den natürlich nicht auf voller Heizstufe. Sehr gut. Licht wäre ganz nett, sagen wir es mal so. Perfekt. Genau, zurück zur Frage. Also maximale Leistung so 1-2 Stunden, aber natürlich in voller Leistung. Aber das wird natürlich runtergeregelt. Wenn man dann mit der Hand dran ist, dann ist erstmal die meiste Energie, wo du brauchst, um das Ganze aufzuwärmen. Und dann, wenn die Hand schon mal warm ist, dann ist deutlich weniger Energie notwendig. Also so im normalen Betrieb soll es so 3-4 Stunden halten. Das ist das Ziel. Aber das ist jetzt nicht dafür vorgesehen, dass man quasi einmal in der Woche auflädt und dann immer nutzt. Das ist wirklich, du kommst heim, steckst das Ganze an und dann geht's weiter. Aber das war jetzt wirklich bloß mit unserem jetzigen Prototypen, wo wir bloß 2 Zellen in den Lenker gebracht haben. Für spätere Prototypen kann man natürlich das erhöhen auf 4 Zellen, auf größere Zellen mit mehr Kapazität, aber an sich hält es eigentlich relativ lang, erstaunlicherweise. Ja, also man könnte sich tatsächlich auch überlegen, falls jemand ein E-Bike hat, ob man es nicht einfach da an die Batterie mit dran klemmt, wäre auch eine Option. Das war auch eine Überlegung, aber das Problem ist, E-Bikes haben ja Schnittstellen, wo eben dafür vorgesehen haben, damit man da Anbauteile oder irgendwelche Accessories anbindet. Aber sie haben in der Leistung extrem beschränkt, was sie da bereitstellen können. Also, dass man wirklich direkt vom E-Bike-Akku, also halt von den Schnittstellen, auf den Heizgriff geht, ist nicht möglich, dass man da mit ordentlich Heizleistung. Man müsste auf jeden Fall über einen Akku, der wo das Ganze dann zwischenspeichert und dann eben auch Leistung bereitstellen kann. Weil um so einen Griff zu heizen und die Hand dann da wirklich warm zu bringen, man muss sagen, ich muss durch einen Gummi durchheizen, ich muss durch den Handschuh durchheizen, in die Hand heizen, ist schon ein bisschen was an Energie notwendig, damit das dann funktioniert. Genau, und das ist halt über die E-Bike-Schnittstellen direkt nicht möglich. Aber es wäre natürlich denkbar, dass man über die Schnittstelle dann eben den Akku lädt und damit dann eben die Griffheizung betreibt. Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum? Danke. Habt ihr euch schon überlegt, was denn sowas dann auch kosten wird? Ja. Björn, was denn? Also es hängt sehr stark von den Stückzahlen ab. Also daran waren auch diese 1200 orientiert. Und ich glaube, die ersten Versionen waren, glaube ich, so 120, 130 Euro. Und ich glaube, das war, glaube ich, so, dass wir auch Gewinn machen. Genau. Und ich glaube, dann nach 4 Jahren oder so, wenn dann die ersten Prototypen nach dieser Tabelle verkauft werden, wären es dann, glaube ich, so um die 80 geworden oder so. Genau, also das Problem war, dass wir da wirklich auch fertige Boards bezogen haben, da die Bauteile runtergelötet haben und das genutzt haben. Für Serienproduktion ist das natürlich keine Option. Also wird man und eben auch die 3D-Druckteile, wo wir genutzt haben, das händische Gießen, das ist alles Dinge für einen Prototypen okay.
aber das war eben auch der Preis für den Prototypen. Wenn man das Ganze in Serie schickt, dann wird das noch deutlich günstiger, vor allem wenn man da mehr Entwicklungszeit, mehr Aufwand reinsteckt. War das für 2 oder für 4 Akkus gedacht? Für was? War das für 2 oder für 4 Akkus gedacht? Also ursprünglich mal 4, genau. Aber wie man gesehen hat, das Problem ist der Lenker. Wir haben auch festgestellt, es gibt nicht nur einen Lenkertypen, die sind alle sehr unterschiedlich und wir haben damals in denen, den wir hatten, 2 Akkus reinbekommen. Genau, aber da ist eben für die nächste Version kann man dann natürlich noch Modifikationen machen, dass man deutlich mehr Akkus reinbringt. Das war jetzt wirklich bloß Zeitdruck, das Ding fertig bringen und genau, das hätten wir jetzt mit der Version, wo wir heute vorgestellt hätten, hätten wir alle Probleme gelöst. Also das, was wir auch schon bei der zweiten Version dachten, wir lösen alle Probleme der ersten. Genau. So, noch eine Frage. Dann hätte ich vielleicht noch eine kurze Frage. Mhm. Die meisten Lenker sind ja nur aus Metall. Ja. Wenn ich jetzt anfange da zu heizen, ist der Lenker dann eher so eine Art Kühlkörper, der mir die Wärme wegträgt von der Hand? Oder ist es eher ein Wärmespeicher, den ich aufheizen muss? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? In gewisser Weise beides. Also die erste Version, da haben wir wirklich, wenn man es auf die Bilder gesehen hat, ein Heizdraht direkt auf den Lenker gewickelt. Und dann haben wir quasi einen Lenker geheizt und darüber hat der Lenker den Griff geheizt. Ist natürlich relativ ineffizient, weil der komplette Lenker warm wird. Alu ist ein guter Wärmeleiter, da heizt man natürlich den ganzen Lenker und das geht natürlich an die Umgebung. Deswegen war eben der Punkt für der zweiten Version, wir bringen die Heizwirkung nicht direkt auf den Lenker auf, sondern auf eine Hülse, wo es quasi vom Lenker isoliert ist. Also die Heizwicklungen haben einen gewissen Abstand zum Lenker gehabt und da war auch noch eine Kunststoffhülse dazwischen. Und dadurch haben wir eigentlich relativ wenig vom Lenker geheizt und eigentlich direkt in Silikon rein und dann quasi in die Hand. Das war quasi die Verbesserung für die nächste Version. Und für die Version, was wir heute vorstellen wollten, hätten wir natürlich einen Kunststoff genommen, der wo wärmeisolierend ist und dann eben die ganze Wärme in die Hand bringt. Genau. Ja. Sonst noch eine Frage? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tolle Sache. Ich bin gespannt, ob wir das demnächst dann auch bei Amazon kaufen können. Wir würden uns freuen, wenn Chinese das aufgreift und für uns fertig macht. Wunderbar. Dann vielen Dank und schönen Abend noch.